Jo, herzlich willkommen. Ja, jetzt gibt es so einen kleinen Vergleich der Flugzeugträger. Tja, also der frei erspielbaren plus der Malta, die man sich mit Kohle erspielen kann. Wir warten nur kurz aufs Spiel. Unos momentos, señoros und señoritas. Ah. So, wir filtern mal kurz. Zack. Und ich nehme jetzt einfach mal mit Absicht X. Nehmen wir mal alle dazu. So. Wir haben verschiedene Flugzeugträger. Der einzige, der uns jetzt fehlt, ist der frei erspielbare Engländer. Es gibt dort noch. Finde ich in Dark Great Britain. Auch die haben natürlich die Dishes, heißt sie. Eigentlich ärgerlich, die hätte ich mir jetzt auch noch spielen können. Aber englische Flugzeugträger liegen mir im Allgemeinen nicht so. Weil. Schön, dass er dann einfach zurückspringt. Ich liebe das total. Man klickt auf Ausrüstung und er springt zurück. Das ist auch so eine Funktion, die liebe ich total. Geht das so wenigstens? Ja. Erstmal unterscheiden sich viele durch die Flugzeuge eben halt. Wir haben Raketenflugzeuge, wir haben Torpedoflugzeuge und wir haben Bomben. Und hier unterscheiden wir zwischen API-Bomben und HI-Bomben. Hier steht es ja auch schon drin, HI-Bomben bei dem Engländer. Die Malta hat gar nichts stehen. Auch schön. API-Bomben, dort unten steht es, API-Splitterbombe. Der Russe hat Springbomben, die springen sie übers Feld. Die Deutschen haben wir übrigens auch noch vergessen. Auch die Deutschen haben. Nee, nur der Immelmann hat Springbomben, die anderen haben auch Bomben. Gucken wir gleich rein. Ansonsten haben wir hier nochmal bei der Midway HI-Bomben, bei der Yorktown HI-Bomben und beim Japaner AP-Bomben. So, entscheidend ist da natürlich immer auch die Durchschlagskraft, die man damit machen kann. Wir können mal eben kurz bei den Deutschen reingucken. Der fehlt mir nämlich auch, weil nö, der Richthofen ist irgendwie nichts für mich. Auch der hat AP-Bomben. Und AP-Bomben spielen sich nicht besonders leicht, weil bei den meisten Schiffen kommt man durch die Deckspanzerung ganz schlecht durch. Und anzünden ist nicht unbedingt immer das Schlechteste, das sollte man niemals vergessen. Dann gibt es noch einen ganz gewaltigen Unterschied beim Russen. Der russische Flugzeugträger macht einen Anflug und danach muss man die Flugzeuge wieder zurückschicken und die nächsten Flugzeuge rausschicken. Hat den Vorteil, man verliert fast keine Flugzeuge. Während man bei den anderen Flugzeugträgern meistens einen Pre-Drop macht vorher, also dass man setzt den ersten schon mal raus, damit man schon mal eine Staffel oder zwei Flugzeuge im Endeffekt schützt, die dann schon wieder zurückfliegen, kann man das hier nicht machen. Geht auch bei der Yorktown, nachher bei der Essex nicht, bei den sogenannten taktischen Fliegern. Hier sind nämlich nur die Torpedobomber sind normale Flugzeugverbände und das hier sind sogenannte taktische Flieger. Die haben allerdings den Vorteil, dass sie sich wieder reloaden. Wie man hier sieht, nach 127 Sekunden oder hier nach 88,4 Sekunden sind diese Flieger wieder bereit. Schöne Sache das. Also immer beachten. Und hier ist es eben halt auch 100 Sekunden. Das sind genau das hier sind die beiden taktischen Staffeln, die Torpedos natürlich nicht. So, dann ist natürlich von der ganzen Abwurftechnik und allem ist es noch sehr unterschiedlich. Und es ist noch unterschiedlich, dass zum Beispiel die Nachimov startet ihre Flugzeuge mit so kleinen Raketenbeitriebwerken, womit sie wesentlich schneller fliegen.
Vorteil bei den anderen Flugzeugträgern ist immer, ihr könnt mehrere Angriffe fliegen. Ist aber auch wieder unterschiedlich. Auch hier müssen wir wieder unterscheiden, zum Beispiel bei den Torpedobombern, ne? 7 Flugzeuge. Wir werfen eben halt scheinbar ja, 7 Torpedos raus. Bei der Midway werfen wir theoretisch 6 Torpedos raus. Bei der Yorktown waren es meines Erachtens 4. Genau, 2 greifen an, 2 Torpedos. Bei der Hakuyu, ich wusste jetzt letztens, wie ich es ausspreche, ich habe es leider wieder vergessen, werfen wir nur 2 ab, die allerdings auch einen deutlich höheren Schaden machen. Hier sieht man es irgendwo 9300, bei der Yorktown maximal 3600, bei der Midway 5000, bei der Nachimov maximal 5200 und bei der Malta 6500. Deswegen sind die alle so vom Spielstil ein bisschen anders. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Yorktown bislang am besten. Ich bin definitiv auf dem Punkt, dass ich mich wahnsinnig freue darauf, wenn die Essex endlich kommt. Das wird aber noch einen Monat dauern, bis sie nicht zur freien Verfügung steht. Wir können uns trotzdem schon mal angucken, das wird die Essex dann. Das wird ein Heidenspaß, das kann ich auch jetzt schon sagen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und der Vorteil der Essex bzw. der Yorktown ist, ihr seid Unterstützer. Die taktischen Staffeln können außerdem noch Nebel setzen. Damit könnt ihr euer Schiff zum Beispiel auch schützen oder auch Schiffe aus eurer Gruppe. Kann Spaß machen. Sollte Spaß machen. Wird Spaß machen, kann ich euch sagen. Und um den Abend enden zu lassen, werden wir jetzt nacheinander irgendwann alle Schiffe spielen. Ich werde sie jetzt nach alle vorstellen. Vielen tut mir, wie gesagt, der freie spielbare Engländer und die Deutschen. Die wird es bei mir allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht geben. Weil das Anfliegen der Deutschen, diese Bombentechnik, ist wirklich grottig und grauenvoll. Meins ist es nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage jetzt schon mal Tschüss. Und ja, wir beginnen natürlich mit dem Japan.